So, ihr beide glaubt also, ihr werdet witzig, ja? Ein bisschen doofe Internetvideos machen, ja? Und sie dann auf deinem Rohr hochladen, ja? Dein Rohr gesagt. Klappe! Alter, hast du Spannung auf der Puperze oder was? Ja, was ist los mit dir? Macht nur eure Witzchen. Wir haben euch auf dem Kieker. Wir finden schon noch eine Methode, um euch offline zu kriegen. Damit wir diesen Schund nicht mehr tragen müssen, okay? Kommen wir nun zu Beweisstück A. Was habt ihr zu diesem Mist zu sagen? Super Erwin ist so cool. Voll cool, Alter. Weißt du, was du hast, Alter? Wir lassen die User entscheiden. Und ihr werdet sehen, das sind brave, gute Jugendliche. Die werden euch zerreißen. Super Erwin, der alles erreicht hat in seinem Leben, weil er so gut ist. Ich brauche unbedingt eure Hilfe, ja? Mein Künstler und Freund Bushido, der braucht ein neues Image. Seitdem die Medien uns zerrissen haben von wegen Mafia und Stress ohne Grund, kommen keine Leute mehr zum Konzert besuchen. Also bitte helft uns, Mann. Der verliert sonst sein Haus an Grunewald. Der verliert sein Haus, Mann. Sei mal korrekt, ja? Na klar helfe ich dir. Unterschreib das mal kurz. Ein bisschen schneller, wenn's geht. Dankeschön. Jetzt bin ich der Manager von Bushido. Mal gucken, wo er ist. Hey, Bushido, komm mal runter hier. Mensch, wie siehst du denn aus mit deinen Tattoos? Da haben noch die Muttis und Kinder Angst. Ich werde dir ein neues Image verpassen. Du kommst jetzt mit, deine Tattoos werden entfernt und dann geht's weiter. Los, komm. Das könnte jetzt ein klein wenig schmerzen. So, komm, jetzt hab dich nicht so. Ich habe für dich eine PK organisiert, um dich wieder zurück in die Medien zu bringen, sodass du mal wieder akzeptiert wirst. Eine sogenannte Resozialisierung in den Medien. Cool. Hast du Bock drauf? Ja. Los, ab geht da. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu der Bushido PK. Wir freuen uns, dass Sie zahlreich erschienen sind. Ich bin Super Erwin, der Manager. Das ist Bushido. Ja, als erstes möchte sich Bushido entschuldigen. Sorry. Wirklich. Das kam vom Herzen und er hat jetzt auch den Integrationstest nachgeholt, obwohl er es eigentlich gar nicht machen musste. Keine Fehlerpunkte. Null Fehlerpunkte, ja. So viel dazu. Bushido gibt sich echt Mühe, jetzt ein neuer Mensch zu werden und wir hoffen, dass er, dass es auch funktioniert und dass ihr ihn wieder lieb habt. Fragen? Ja, hier zur Mafia. Fragen gibt's heute nicht. Keine Fragen. Heute gibt's keine Fragen. Sehr gut. Bushido, Dankeschön. So, Bushido, die PK war ja ganz erfolgreich. Guck mal, wer hinter mir ist. Ich glaube, bei der hast du auch noch was gut zu machen, bei ja, Claudia Roth. Ja, los, ab geht er. Ja, ich denke, der Bushido ist auf einem ziemlich guten Weg. Ich glaube, er kommt wieder zurück und die Medien werden ihn wieder lieben. Ja, und ich denke, auch mit Claudia Roth klappt es denn auch wieder, ja? Auch wenn ihr auch Hilfe braucht, meldet euch, euer Super Erwin. Tschüss. Methanol, Natrium, Nitroglycerin, Salzsäure, Steroide, was ist denn das? Was wird das denn jetzt hier? Ey, ich weiß nicht, was ich wählen soll. Das ist einfach nur Saft, nimm irgendwas. Ey, sind so viele Inhalte drin, die ich einfach nicht verstehe. Da geht's mir mit dem Kram ähnlich. Das sind die ganzen Wahlprogramme für die Partei 2013. So viel. Ja, voll unübersichtlicher Kram. Krass. Was wohl die Leute auf der Straße dazu sagen? Was zu deinem Saftproblem? Nein, zu den Wahlen. Das sind die größten Säugetiere der Erde. Zu den Wahlen, Mann! Alter. Ach so. Ich informiere mich hauptsächlich über Parteien oder politische Programme übers Internet. Meine Informationsquellen sind einfach die Medien, also Zeitungen, das Internet, ganz viele Blogs und natürlich auch Talkshows. Meistens sieht man ja schon am Anfang die Plakate und dann gucke ich im Internet. Da gibt es ja teilweise auch Seiten, wo die speziell für jüngere Menschen sind, wo man sich da ganz gut und verständlich informieren kann. Mir bringt auf jeden Fall ein Wahlprogramm was, weil ich zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wüsste, wen ich wählen würde. Ja, es ist halt gut zum Informieren, damit man weiß, wen man dann wählen will. Für jeden Menschen gibt es eine Partei, wenn man sich vernünftig damit auseinandersetzt.
die die Meinung eines Menschen auch vertreten und versuchen umzusetzen. Also ich lese mir das nicht von vorne bis hinten durch, nein. Ich habe selber noch kein Wahlprogramm gelesen, muss ich gestehen. Die sind meistens relativ umfangreich, ziemlich lang und ich denke auch sehr detailliert. Ich glaube aber, dass es eigentlich gut wäre, das zu tun vor der Wahl. Man muss ja nicht das komplette Wahlprogramm lesen, man kann ja mal Zusammenfassungen lesen oder Artikel darüber. Also ich benutze keine Wahlprogramme, weil ich relativ sicher bin, wen ich wähle. Ich habe das schon ab und zu mal durchgelesen und dachte mir, naja, was da so drin steht, ich bin mir nicht so sicher, wenn man die Leute von der jeweiligen Partei reden hört, ob das dann wirklich zutrifft. Mensch Norm, das war eine richtig schöne Pause, ja, ne? Oder? Cool. Leckeres Eis und so. Wow, Alter, was machst du denn hier? Hallo, Frank, Räum, das stehen? Was soll denn das? Da hast du einen Schaden oder was? Lass mach ja den Tisch stehen, du Affe, Alter. Und folg dir eine runter. Hallo. Hey, was soll denn das? Hallo. Wieso was das soll denn das jetzt? Wieso Zwangsräume? Aua. Miete nicht gezahlt. Wie Miete nicht gezahlt? Alter, wir sind zwei Tage überfällig. Meine Oma hat nicht gezahlt. Deine Oma hat... Na, ey, lass Norm hier, was soll denn das? Sag mal, seid ihr alle bescheuert? Ey, das mit dieser Miete und mit dieser Zwangsräume, das kotzt mich an, Mann! Ausraster! So, sag mal, wenn ich eins hasse, dann Zwangsräumung! Ich find's zum Kotzen, wenn ein Team auf einmal kommt und mir Geld verlangt und somit Mieter, die seit Jahrzehnten in ihrer Wohnung leben, rausekeln! Aber die machen ja aus den Kiez das, was der Kiez ist und was ist, die müssen weg! Was geht denn in euer kapitalistischen sobald ihr merkt, dass die Gegend auf einmal trendy ist, erhöht ihr die Mieten, ihr Kapitalisten-Schweine! Es soll doch ein Kind zum Wohlfühlen sein! Was macht ihr? Ihr macht's kaputt! Ich will nicht, dass Berlin eine schicki-micki-stille Stadt wird! Ich könnte kotzen, wenn die Leute nicht mehr die Miete halten können und dann deswegen radikal rausgeschmissen werden! Was sollen wir denn noch machen, damit ihr die Mieten nicht erhöht? Auf die Straße kacken? So was keiner mehr Bock hat, hierher zu ziehen. Wenn das so ist, bin ich der Erste, der nein legt. Norm, ja. Die haben uns toll. Alles weggenommen. Mhm. Bis aufs letzte Hemd, Norm. Typisch Zwangsräumung. Danke. Ja. Der Gig musste noch sein. Ich gehe jetzt nach Hause. Ja. Wir versuchen jetzt die Klage anzufechten. Da hat man ja immer so viel Glück bei sowas. Ah, wenigstens geht das gute alte Teil noch. Wollen wir nach Hawaii? Ja, warum nicht? Ich hab Bock drauf. Ja, nicht? Ja. Und ab geht er. Toll. Klasse. Den Strom haben sie uns auch noch abgestellt. Und jetzt kommt der. Klaut er jetzt die Kamera? Der nimmt die Kamera. Okay. Das super. Ist super. Mega. Oh, klasse. Tschüss. Jo. Ciao.